Hallo zusammen und damit heiße ich euch wieder einmal recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche schauen wir uns wieder mal leerstehende Wohnungen im Stadtgebiet an und da wollen wir doch mal sehen, was vom Leben anderer heute nach bestimmt 25 Jahren noch so übrig ist. Kommt nun also mit auf eine kleine entspannte Runde und den Rest erfahrt ihr wie immer gleich von mir in den kommenden Minuten. Für viele weitere Folgen schaut gerne auf unseren Kanal, es lohnt sich. Nun geht es aber erst einmal rein in dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch ein verlassenes Wohnhaus. Wohnhäuser hatten wir jetzt schon wieder eine Weile nicht mehr auf der Agenda stehen, entsprechend werden wir heute diese Lücke nun füllen und mal schauen, was sich hier noch so finden lässt, denn ihr wisst, auch in den unscheinbarsten Mehrfamilienhäusern um die Ecke, ja genau eben dort gibt es so manches zu entdecken. In der Vergangenheit trafen wir eben in solchen Gebäuden auf 2,40 Meter hohe Berliner Turmöfen, komplett eingerichtete Wohnungen sowie Unmengen an persönlichen Gegenständen. Zu nennen sind hier Fotos und Unterlagen, bis hin zum Schrittmacherausweis war so manches dabei. Hier erwarteten uns erst einmal viele leere Räume und das ist mir persönlich auch ganz recht so, denn es kann auch anders kommen. Oft werden solche Häuser von Obdachlosen als Bleibe genutzt, die dann ihr ganzes, in Anführungszeichen, Leben in Beuteln mit sich umhertragen und eine Etage oben drüber dann gerne auch mal sämtliche Räume als Toilette nutzen. Kein Witz, alles schon gesehen. Auf der anderen Seite entsorgt man auch in solchen Gebäuden gerne mal seinen Sperrmüll. Manchmal ist man mit der Müllentsorgung so ergiebig, dass man in Wohnungen gar nicht mehr hineinkommt, geschweige denn in den Keller. Nicht selten kommt es aber auch dann in den Wintermonaten zu schweren Bränden, wie beispielsweise in Dessau vor gar nicht allzu langer Zeit. Um sich aufzuwärmen, nutzen die Obdachlosen gerne solche Objekte, da es hier nicht selten Kachelöfen gibt, die man auch noch selbst in Betrieb nehmen kann. Leider häufig ein tödlicher Trugschluss. Die mitunter seit Jahrzehnten nicht mehr gewarteten Schornsteine und Ofenanlagen bergen eine tödliche Gefahr. Nicht nur Feuer könnte im Schornstein bei diversen Engstellen durch Fremdkörper entstehen, nicht selten sind auch die Öfen an sich nicht mehr dicht und vergiften die Schlafenden mit Rauchgasen im Schlaf, ohne dass sie es selbst bemerken. Dies ist auch ein weiterer Grund, warum die Eigentümer oder wer auch immer die Feuer- und Ascheräume an den Öfen zerstören, um die Nutzung des Ofens zu verhindern. Dennoch wird es in manchen Fällen versucht, über die Folgen ist man sich offensichtlich nicht im Klaren. Im ersten Stock trafen wir dann auf so Kleinigkeiten wie Vorhänge, Lampen und auch einen intakten Kleiderschrank. Grundsätzlich gab es aber nicht allzu viel zu sehen. Allerdings bot das Gebäude so manche Perspektive, die vor allem als Foto gut zur Geltung kam. Ich blende euch zum Schluss einige Bilder davon ein. Rest werdet ihr dann auf Instagram und Facebook finden. Solltet ihr mir da noch nicht folgen, dann schaut auf jeden Fall mal in die Infobox. Dort ist alles verlinkt.
Die letzten Mieter zogen nach elektrischer Stilllegung des Gebäudes im Jahr 1998 aus. Kaum zu glauben, aber das ist auch schon wieder 25 Jahre her. Schaut man sich den Zustand des Gebäudes an, war man in einem Plattenbau schon Jahrzehnte vorher besser versorgt. Stichwort Zentralheizung, eigenes Bad, teilweise mit Aufzug und besseren Fenstern. Vielleicht hat hier noch eine Omi ihre letzten Jahre vor dem Pflegeheim gelebt. Nur selten kann man über solche Gebäude etwas im Netz nachlesen. Apropos nachlesen, eine Eintragung im Denkmalschutzregister fand ich nicht, während die Nachbargebäude über diesen Status allesamt verfügen. Ich hoffe, man macht aus diesem Objekt bald wieder ein Wohnhaus, denn der Zustand war gar nicht so schlimm. Klar hatte sich oben auch schon die Nässe ihren Weg gesucht, aber gänzlich verloren war das Gebäude längst nicht. Würdet ihr dieses Objekt wieder sanieren, auch wenn kein Denkmalschutz vorhanden ist? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich werde mich jetzt ausklinken und verbleibe zum Schluss mit den angesprochenen Bildern. Sollte euch diese kurze Folge gefallen haben, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann holt das doch an dieser Stelle gerne nach. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns demnächst, macht's gut, bis bald und ciao.